Mal kurz bis Sonnenaufgang warten. Und noch ein Stückchen länger. Was haben wir an Kopfgeld dieses Jahr? Große Rock haben wir doch. Wir haben so viele große Rocks letztens weggemacht. Erdmagie mal Willkommen in reinschnuppern. der Erdgilde. Langsam, verlangsam. Todesschwarm, Erdresistenz, verlangsam. Leider nichts Gutes dabei. Machen wir jetzt mal kurz wieder mal eine Datei, um das alles zu lernen. Meditation haben wir gemacht. Und zum Lehrer können wir natürlich auch noch mal kurz gehen. Welchen suchen wir uns da aus? Harmondel. Nehmen wir den Forest. Ich glaube, da müssen wir. Ne, wir suchen uns den Lehrer aus. Der kann uns mit am weitesten bringen, glaube ich. Nein! Machen wir beim Autosave weiter. Nein, das bringt uns nichts. Hat er gerade noch so geschafft. Und nochmal hoch. Ich habe auch wieder keine Ahnung, wo jetzt der dafür war. Haben die denn noch nette So Zauber hier führen wir generell? Krieger. Wir sind noch nicht erleuchtet. Gute Qualität und euch sind die Sachen also nicht bitte. Gut genug. Ja, hier haben sie nur Luft. Leider. Der Ausbilder, der war. Wo war der Ausbilder? Hier ist Beste er. Ausbildung des Landes. Hervorragend. Hervorragend. Boah. Noch so Hervorragend. viel hochgebracht. Hervorragend. Hervorragend. Guck mal, können wir ihn nämlich zum Schwert Großmeister machen. Dann. Ach, wir haben doch noch gar nicht so weit. Er muss doch noch in die Arena. Uncool. Oh, sie hat richtig viele Punkte. Machen wir in Seelmagie auf jeden Fall. Oh, und Handeln hätten wir es auch reinmachen können, ne? Ein Handeln wäre auch wichtig gewesen. Egal, erstmal. Hier machen wir Feuer. Er muss aber noch eine Förderungsquest machen. Sie nämlich nicht. Sie muss ja auch keine Beförderungsquest mehr machen. Oder sie kann es halt einfach nicht. Deswegen machen wir. Bogengroßmeister bist du jetzt schon. Da würde ich auch nicht weitergehen wollen. Da könnten wir noch auf Speermeister zumindest machen. Kettengroßmeister könnten wir machen. Und dann ist sie eigentlich schon mal so grundlegend gut davor. Ja, ihn lassen wir noch. Er muss halt jetzt erstmal die Beförderungsquest machen. Die könnten wir heute auch nochmal machen. Seine und seine Quest machen. Das wär's doch. Sie könnte natürlich hier auch das noch weiter hoch machen. Aber erstmal feilschen, dann machen wir noch einen höher. Gut, dann fangen wir mit der Liste an. Krieger hat noch nichts weiter zu machen, weil er muss noch eine Stufe aufsteigen. Richtig. Seelenmagiemeister, Klerikerin. Großmeister.
müssen wir suchen. Da hat sie Meister, da hat sie auch Meister. Kettenexperte, Streitkolbenexperte. Alles gut. Geistermagie hätte ich halt auch gerne noch. Zumindest auf Meisterstufe. Wird aber noch ein Level dauern. Feuermagie bringt uns halt auch noch nichts. Da ist ja überall auf Meister. Alles gut. Meditation könntest du noch ein bisschen vertragen. Um die Mana halt hochzumachen. Aber eigentlich auch nicht. Bogengroßmeister bist du. Kettengroßmeister. Und Speermeister. Speermeister müssen wir gucken, wo das ist. Dann Kettenmeister müssen wir auch schauen. Großmeister. Großmeister. Und sonst nichts, ne? Und Erdmagie Meister müssen wir jetzt suchen. Erdmagie Magie Meister Luft Magie Magie Meister Entschärfen Meister ja, das sind so die Sachen, die wir noch alle suchen müssen. Jetzt müssen wir mal schauen, auf der Seite, wo da jetzt genau das alles ist. Aufgaben. Oh, war das jetzt nochmal? Ausbildung, ne? Gut. Seelenmagie. Seelenmagie ist hier nirgendwo. Spirituell. Der Großmeister ist in Forest tatsächlich. Ich glaube, ich weiß da sogar wo vielleicht. Forest. Dann Speermeister. Auch in Forest. Vieles ist in Forest, ne? Habe ich so das Gefühl. Kettengroßmeister. Warte mal. Speer ist auch nur Meister, ne? Das ist nicht Großmeister, oder? Ja. Kette ist Großmeister in Deja in den Morn, okay. Was? Erdmagiemeister. Erde. War das nicht? Auch in Forest? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Forest. Luftmagie. Luftmagiemeister ist in Everly, da waren wir ja vorhin. Entschärfenmeister ist doch auch im Forest. Gegenstand erkennen, Fallen entschärfen. Ist in Forest. Wir müssen ja nur Experte werden. Das ist ein Forest oder ein Erita oder Talia. Nehmen wir auch Forest. Forest, okay. Ich mache mir schon mal direkt eine Karte von Forest auf. Damit wir das gleich auch alles finden. Und dann ab. Welchen Tag haben wir heute? Müssen wir Arena heute? Nee, Mittwoch, okay. Alles gut. Wassermagie Großmeister wäre halt top, ne? Da müssen wir halt noch die eine Quest machen. Ich glaube, nach Bar
Müssen wir da nicht nach Bar? Also den einen Tempel von Bada clearen? Stadtportal nach Forest, ne? Ja. Also eins weiß ich, glaube ich, wo das ist. Das war immer hier in den Hütten. Alchemie-Experte nicht. Entschärfen, siehst du? Sehr schön. So. Und wo ist jetzt der Rest? Wo ist jetzt der Rest? Und zwar der Sperrmeister ist. Da, Meisterspeer. Experte ist bei 12. Der 12er ist. Ah, okay, das ist da oben. Das ist da. Hier. Und dann müsste das hier irgendwo sein. Bogenexperte. Nein, 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 nein. Das ist, hier in dem bestimmt. Kettenexperte. 12. Müsste eins von den Gebäuden hier sein. Bogen. Sperr. Ledergroßmeister? Sehe ich mich gar nicht? Sperrmeister, hier ist es doch. Sehr schön. Dann sehen wir die Magie-Großmeister. Ist auch interessant. Meister Speer. Meister Erdmagie. Ah, Meister Erdmagie müssen wir ja auch. 20. Ah, okay. Das soll angeblich irgendwie hier sein. Das ist der Kopfgeldladen. Vielleicht hier drinne. Erdmagie-Meister, sehr geil. Haben die eigentlich auch einen Zauberladen für Erdmagie vielleicht? Seelenmagie-Großmeister. Sehr nice. Kostet natürlich alles immens viel Gold gerade. Aber ich denke mal, das lohnt sich schon alleine, dass jetzt einige Buffs halt direkt auf die Gruppe sind, ne? Mal gucken. Seele. Gut, das ist schon auf der ganzen Gruppe. Also Heldentum geht schon mal jetzt fast den ganzen Tag. Tod kann immer aufgehoben werden. Ja. Ach, ist schon gut. Ist schon gut. Was müssen wir jetzt noch? Also Erde haben wir, ne? Seelenmagie haben wir. Speer haben wir. Luftmagie. Schärfen haben wir. Also müssen jetzt noch nach Deja Moor und nach Evli. Oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Ich hoffe ja, dass da jetzt ein Schiff fährt oder man hinreiten kann. Guten Tag. Ja, man kann da hinreiten, nice. Los geht's. Wo war jetzt der Luftmagiemeister? War das nicht irgendwie hier in den Dingern drinne? Ja. Schon mal gut, schon mal gut.
Ich suche halt auch immer noch gute Zauber für Erde auf jeden Fall ja noch. Erst das. Der Zauber bleibt so lange bestehen, bis die Gruppe den Kartenabschnitt verlässt. Aha. Zauber beruhigt eine einzige Kreatur. Ja, okay. Ja, stärker geht's nicht. Der Zauber übernimmt den Geist einer Kreatur für 10 Minuten. Furcht verjagen. Massenfurcht. Alle Kreaturen in Sichtweite des Zaubernden fliehen. Nimmt eine Kreatur Schaden, solange sie unter den Wirkung des Zaubers steht, wird dieser sofort gebrochen. Massenfurcht hat keine Auswahl. Okay, könnte man auch gut einsetzen vielleicht, ne? Willkommen in der Körpergilde. Alle Charaktere gegen Körpermagie können wir halt auch mitnehmen jetzt mal. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Verletzen. Ist das nicht hier immer voll teuer? Ist das schlau, das jetzt hier zu kaufen? Kraftteilung. Gibt die gesamte Gruppe gleichzeitig verlorene Trefferpunkte zurück. Den wollte ich auf jeden Fall immer noch mal haben. Krankheit heilen. Haben wir Krankheit heilen schon? Doch, müssten wir aber haben. Schwäche heilen. Und das war jetzt Körper, ne? Nee, wir haben Krankheit heilen noch gar nicht. Konnte ich mir ja gar nicht vorstellen. Ah, dann kaufen wir das aber ganz schnell mal jetzt. So, Inventar. Du. Und dann will ich noch willkommen in der Gilde des Geistes. Ah, Geistresistenz. Ist halt noch nicht hoch genug, ne? So wirklich. Aber wenn wir. Ah, kaufen wir nicht hier. Ach ja. Jetzt haben wir das alles. Jetzt müssen wir. Luftmagie haben wir dann jetzt ja auch. Jetzt müssen wir nach Deja. Können wir denn jetzt da? Wie kommen wir da jetzt hin? Am schlausten kommen wir da hin über. Reisen. Wir sind jetzt hier. Deja Desert. Von Desert könnten wir aber auch. Mittwoch und Sonntag, welchen Tag haben wir denn heute? Sonntag müssen wir eh was anderes machen. Wir haben heute Samstag. Weil Ketten würde ich schon noch gerne mitnehmen, Großmeister. Deja Moors, Norden. Von Erita durch nach Norden gehen. Wir machen aber Folgendes. Wir warten jetzt einen Tag in Harmondale. Wenn der Zauber nicht die ganze Zeit misslingen würde. Und gehen gleich mal in die Arena. Aber auch doof gemacht, dass wenn man dann die schwierigste Stufe 5 mal hat. Dass das nicht zählt. Nö, das tut gut. Das zählt nicht. So, oder was? Erdresistenzen wollte ich nämlich eigentlich nochmal kaufen. Willkommen in der Gilde der Seele. Seele, Fluch entfernen, Bewahrung, Untote verjagen. Nö. Warte mal, Schicksal. Der Zauber kann dazu benutzt werden, die Wahrscheinlichkeit eines Angriffstreffers eines Charakters zu erhöhen. Oder aber die Wahrscheinlichkeit für. Okay. Das kann nicht die ganze Gruppe betreffen, ne? Und Bewahrung und Tote Fluch entfernen. Nee, dann hier nicht. Wasser. In der Gilde des Wassers.
Wasserresistenz könntest du eigentlich denn auch mitnehmen? Oh, jetzt hat das der Falsche gekauft. Nee, egal. Willkommen in der Luftgilde. Schild. Schild für langsam ein. Achso, das ist nur das. Sprung können wir. Luftresistenz würde ich den gerne mitnehmen. Blitzstrahl. Haben wir hier noch was Schönes? Körperresistenz haben wir jetzt ja, ne? Kraftheilung, Krankheit heilen, heilen, Schutzkörper, Körperresistenz da, ja. Dann nochmal hier gucken, Geistes. Eigentlich haben wir dann alles. Unten Erde haben wir das ja immer noch nicht drin, hatten wir ja schon geguckt. Ja. Gut. Inventar, die Bücher zu ihm hier alle. Wasserresistenz, Erdresistenz, Erdresistenz hierhin. Luft hier. Den kann ich brauchen. Wasser auch. Fantastisch, der kann was. Könnte nützlich sein. Okay. Speichern. Und dann können wir da eigentlich mal rein jetzt, ne? Nochmal bis morgen warten. Spiel speichern inzwischen. Hallo, ihr wollt reisen, ihr wollt reisen. Ihr wollt reisen. Ich hab mega Bock auf die Arena, ey. Das wirklich? Durchbuffen. Heldentum. Dann Segen. Schutz gegen Magie. Du könntest eigentlich auch mal dein die Wasserresistenz anschalten. Du könntest Luftresistenz auch anschalten. Erdresistenz auch. Luftresistenz, jo. Ein magisches Auge natürlich. Und auf die Waffen das verzaubern. Ah, da ging's nicht. warum ging das da nicht? Müsste eigentlich gehen. Geht aber nicht, okay. Den Speer auf jeden Fall. Schutz gegen Magie haben die überall. Körperresistenz. Da überall das drauf machen. Regeneration noch auf alle. Haben wir gar nicht. Seelenschutz haben wir gar nicht, ne? Seelenresistenz. Nee, haben wir nicht. Schade. Ach, ist schon auf der Waffe? Nein. Regeneration noch auf dich. Du noch, da hast du das. Du hast es da schon drauf. Auf die auf jeden Fall noch. Sie muss auch einmal Regeneration machen. Regeneration auf dich. Und du noch einmal, glaube ich. Zweimal sogar. Nee, geht nicht auf den, okay. So, speichern. Ah, nee, kann man hier drinnen nicht. Hätte ich vielleicht vorher alles mal machen sollen. Nee, vorher bringt ja gar nichts. Dann können wir da jetzt rein.
würde sagen, easy, ich sehe da kein Problem. Stecken uns hier in der Ecke natürlich. Haben gute Resistenzen hier drauf. Junger Vampir, von denen lassen wir uns auf jeden Fall nicht beißen. Bewahrung wäre nochmal gut gewesen. Gut, der ist weg. Dann schnell den weg. Auch weg. Nice. Regeneration macht uns gerade richtig gut hoch, ne? Alter. Macht richtig Bock so. Du machst mal den auf den. Bringt da nichts. Schade. Aber der bringt halt genug. Du könntest aber mal deine, was ist das? Erdresistenz? Den als Standard reinpacken. Und, hoho, da haut er den nämlich auch ganz schnell mal weg. So, und jetzt noch die vier hier. Hätte sogar gedacht, dass die Arena ein bisschen schwerer wird. Aber so ist es ja. So ist er richtig schnell gemacht. Ich glaube, das ziehen wir dann auch hintereinander jetzt durch. Schaut easy aus, auf jeden Fall. Finde ich auch. Machbar. Hast du den Bogen geholt? Ja, Bogen habe ich auch geholt. Wir haben sie jetzt auch ausgebildet in Erde, in Luft. Entschärfen haben wir nochmal mitgenommen, auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Kette haben wir Großmeister gemacht. Bogen ist natürlich auch Großmeister. Ja. Sie haben wir noch Seelenmeister groß, also großen Seelenmeister gemacht. Und siehst ja, komm ich recht easy jetzt durch, ne? Nichts wie raus hier. Nichts wie raus. Au. So, hier noch welche? Ja. Soll mich das jetzt bauen, Katze? Das war nur ein Kratzer? Aber oh, kümmere dich drum. Die halt darf halt nicht drauf gehen, ne? Aber Heilung hätte ich auch jetzt mehr gedacht, dass da mehr reinkommt. Entschärfen ist immer gut. Telekinese beendet Unsichtbarkeit. Ah, okay. Ja, entschärfen, da will ich halt. Ja, okay, okay. Achso, so meinst du das. Dass wenn ich irgendwo unsichtbar unterwegs bin, dass Telekinese das ändert. Beendet. Power Crew. Ja, der hier, ne? Rein theoretisch. Den will ich mal ausprobieren, jetzt was passiert. Also, das ist mal ein sehr guter Heal, würde ich sagen. Ist das ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Au! Warum kriege ich denn jetzt so viel Schaden rein? Ich werde gerade von überall beballert halt, ne? Ist da nur ein Kratzer? Nein! Aber kümmere dich drum. Nein! Ja, ich habe Feuerball aus Autocast. Oh nein! Oh, das ist jetzt gar nicht cool. Hä, der Feuerball macht auch auf mich Schaden. Oh, nee, das will ich jetzt ja nicht nochmal machen. Oh, nee. Mach ich das jetzt noch zu Ende? Wie viel habt ihr noch? Ist da noch ein Kratzer? Oh. Das ist der auch weg. Nee. Das machen wir nochmal einen schönen. Muss ich mich zwar nochmal buffen. Hallo, ihr wollt reisen. Es geht sofort los. Aber hier habe ich doch. Das wirklich?
Feuerstrahl habe ich da nur. Feuerball habe ich gar nicht. Es könnte noch sein, dass die Klinge vielleicht. Nö. Nee, Zauberstab habe ich auch nicht drin, ne? Ein Säurestrahl will ich gleich auch nochmal ausprobieren. Bogen-Explosionsgeschoss. Muss ich gleich mal schauen. Meine aber auch nicht. Nee, da habe ich dann nur normale. Guck mal, hier habe ich normal Feuerschaden drauf. Da habe ich gar nichts drauf. Nee. Hier auch nicht und bei dem auch nicht. Nee, alles ganz normale. Schon ein bisschen fragwürdig, aber schaffen wir ja trotzdem, denke ich. Heldentum haben wir alles. Bewahrung könnten wir noch mal reinmachen. Dann noch weiter die Waffen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Den noch mal machen. Kannst du noch irgendwas Cooles? Könntest noch mal Schild aktivieren. Auf deine Schusswaffe noch. Schutz vor Magie. Und gleich noch Regeneration auf alle drauf. Das kann eigentlich nur das Goldgolem sein, aber die explodieren eigentlich nur, wenn sie sterben. Ja, ich halte mal gleich ein bisschen mehr Abstand vor den ganzen Gegnern so. Oh, echt ein bisschen blöd, dass wir hier nicht speichern können, ne? Das wäre jetzt schon Gold wert. Verletzt, Feuer, hat noch nix. Hab ich noch nirgendwo Regeneration drauf gemacht? Bewahrung hätte mich doch eigentlich auch gerade. Hätte mich nicht generell irgendwas schützen müssen davor, dass ich sterbe? Bewahrung oder Schutz vor Magie? Oh, weiß, was ich nicht drin hatte? Bewahrung. So, jetzt sind wir aber gut vorbereitet. Wir haben jetzt Heldentum drin, Schutz vor Magie, Schild, Wasserresistenz, magisches Auge. Wir könnten noch die ganzen Resistenzen nochmal reinmachen. Jedenfalls die ich habe. Die hat noch Körperresistenz. Haben wir Wasserresistenz schon? Ja. Das haben wir auch. Erdresistenz können wir noch reinmachen. Jetzt kommt ein Magier und entfernt alle Puffs. Locker. Oh, erstmal wieder in die Ecke. Wir machen die altbekannte Taktik. Aus der Ecke starten wir. Kommt natürlich erstmal so ein hässiger Golem an. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. So, jetzt will ich hier mal Feuer ausprobieren. Der macht 26 Schaden. Was macht hier der? Gar nichts, weil er keine Seele hat. Macht natürlich Seelenschaden auch keinen Schaden, ne? Ja, sind auch schon alle Buffs weg. Jo, nice. Es läuft. Arena macht mir mega Spaß. Nur 3 Schaden gemacht? Oha. Hätte jetzt mit mehr gerechnet.
Heldentum und so könnte man natürlich nochmal nachbuffen, ne? Zumindestens das. Lichtmagie, Grundrang, Magie vertreiben. Ja. Heißt das dann, damit kann ich... Können die mir das nicht wegmachen? Mit mir Magie vertreiben oder heißt das... Oder was heißt das genau? Oder kann ich das damit auch anderen was wegmachen? Achso, die machen damit die Buffs weg, okay. Jetzt kämpfen wir nämlich von hier. Ist das Suchtruide? Gegen die habe ich ja auch noch gar nicht gekämpft, ne? Au! Noch einen Schuss rauf machen. Au! Müssen. Da habe ich mich auch gerade gefragt, was das ist. Nur ein Katzer. Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Haut schon ganz gut Schaden raus, der Magier mittlerweile. Aber dürfte jetzt auch gerne mal umfallen. Soll mich das jetzt beeindrucken? 11 Schaden nur. Ich will gleich mal den Säurestrahl nochmal ausprobieren. Na toll. Jetzt schleichen wir uns ran. Wenn es ein Assassin. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wenn es ein Assassin ist, cast auf jeden Fall Schutz gegen Magie nach. Der vernichten One-Hit. Okay. Das ist ein Suchtruide. Ich glaube, der auch irgendwas kann. Kurz mal. Aufheilung und ich will mal auf die andere Seite jetzt wieder. Au! Au! Dau. Hilfe! Dau. Das jetzt beeindrucken? Ich werde halt mit dem Bogen beschossen, also machen wir Schild auf jeden Fall aktiv. Der könnte mal. Immer den Säure. Ne, gegen den brachte Säurestrahl nichts. Ja, jetzt ist der Magier auf jeden Fall weg. Das müsste ich eigentlich nachcasten können. Weil er hat ja auch direkt wieder Heldentum. Und Segen hat er ja direkt wieder weggemacht. Nur ein Katze. Da hinten ist noch ein Bogenschütze, den machen wir doch schnell weg. Komm her, komm her, komm her. Easy. So, wo sind die ganzen anderen? Krieger, Golem. Können wir mal schnell den Krieger wegmachen? Obwohl der auch nur Schaden macht aus naher Distanz, ne? Aber was wir haben, das haben wir. Sehr gut. So. Jetzt mal zu dem zu dem Roboter da hinten nochmal hin. Segen müssen wir noch machen. Geh doch auf den Suchtruiden, bitte. Irgendwie stehe ich hier auch gerade scheiße. Sechs Schaden nur? Hätte ich mehr gedacht jetzt. Es war knapp. Es ist auf jeden Fall der Golem, der hier den Flächenschaden macht. Ja, schieß genau auf den, der halt, den du gerade nicht erreichen kannst. Hey, es ist mir auch zu offen gerade. Kann man hier so ein bisschen vielleicht in Ruhe nachbuffen?
Warum hau ich schon weg? Soll mich das jetzt beeindrucken? Dann hätte ich gerne auf jeden Fall, wenn du gleich mal wieder ready bist, Regeneration auf dir drauf. Guck mal, jetzt haben wir erstmal eine gute Position, um die da oben wegzumachen. Irgendwie sparken die richtig ab. Wenn du Melee draufhaust, sollte eigentlich nichts sein. Ja, komisch, wir hatten ja auch gestern schon mit den anderen, dass die nicht explodiert sind. Vielleicht ist da irgendwas nicht mehr ganz richtig, aber naja. Wenn sie nicht anders gewinnen können, ne? Dann lassen wir das. Die machen so, wie die wollen. Komischen Viecher. Gerade umgekehrt wie die Gox. Habe ich mir auch schon gedacht, eben. Ah, ich denke mal, es wird irgendwas damit sein. So, haut ihr die da oben auch noch weg, oder was ist da los? Ja. So, jetzt noch, nur noch den Golem sägen, ist er wieder weg. Schild ist noch aktiv. Könnten eigentlich noch mal ein bisschen heilen, ne? Nur so eine kleine Heilung hier auf den. Kostet ja auch nur 2 Mana, dann müsste ich eigentlich beliebig oft können, ne? Ich habe jetzt noch 92 Zauberpunkte. Wäre schon ganz reizend, wenn ihr den wegmacht, bevor die hier sind. Oh, dann kämpfen wir von hier weiter, würde ich sagen. Wie viel hat er noch? Oh, der hat auch noch so viel. Will den mal zuerst jetzt weg haben. Mal im roten Bereich. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wie viel Schaden macht jetzt eigentlich unser Bogenschütze? Mit einem Schuss. 15? Aha, er hat jetzt aber mehr gedacht. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Na, dich kriegen wir wohl nicht nochmal weg, wo du hier bist. Ist zwar nur ein Kratzer? Oh, schnell weg hier. Irgendwas spinnt hier komplett rum. Aber es ist der letzte jetzt, ne? Dann haben wir alle. Ja. Sehr schön, fertig. 6600, Alter. Das ist schon ganz gut. Jo. Arena verlassen. Damit haben wir 2 von 5.